Nehmen wir einfach so viele mit, bis das nächste Mal der Olle Meister auftaucht. Läuft er hier gerade richtig gut. Aber irgendwie will er wohl nicht. Ja, okay, lassen wir das mal hier. Ganz austrocknen wollen wir den Tümpel ja auch nicht. Und Köhner, bist du bedient? Ja, oder... Ja, komm, scheißegal. Wir gehen hier wahrscheinlich sowieso nicht so schnell wieder hin. Ah, jetzt habe ich mir mit dem scheiß Frosch hier einen ziemlichen Bock geschossen. Oh, Manometer, ey. Der kommt jetzt wahrscheinlich für den Rest nicht mehr da unten hin, ne? Ja, egal. Ja, komm, lass mal es gut sein. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier 300 Jahre zu warten, bis dieser eine Kackfrosch da irgendwann unten dahin springt. Hauen wir wieder von hier ab. Haben genug gesehen hier. Der gute Quinner hat seine Frösche gekriegt und, ja. Alles ist gut. So, das eigentliche Ziel liegt ja aber in dieser Schlucht da drin. Also wir müssen durch dieses Gebirge hier gehen. Da unten ist unser Ziel. OL Wert. Bitte zu entschuldigen, falls ich es nicht so ausspreche, wie ihr es getan habt. Ja. Ich nenne es halt jetzt OL Wert und Gutes. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber naja. Oh. Sieht gefährlich aus, das Ding. Oh, kann auch was wegstecken. Mal versuchen zu fressen. Aufspießen. Ah, okay, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat, weil das Befehlsmenü das verdeckt. Mal gucken, vielleicht können wir ihn fressen. Kugelblitz gelernt, oh yeah! Nehmen wir doch sehr gerne mit. Wilhelm Tell, ja. Geben auch ganz gut Erfahrungspunkte, 1600, ja, das ist... wäre sicherlich mal mehr gewesen, aber naja, für die Nachzügler hier, die jetzt bei Level 38 sind, ist das auch eine ganz gute Sache. Naja, so, glaub nur mich zu erinnern, dass das irgendwo hier auch in so einer Wand ganz gut versteckt war, dieser Ort. Kann mich erinnern, so als ich das erste Mal gespielt habe, dass ich da ziemlich viele Kreise drumherum gedreht habe, auch als ich auf die Karte geschaut habe. Und boah, dieses Ding sieht nochmal eine ganze Ecke gefährlicher aus als der Gegner gerade eben. Kann auch gut was wegstecken, der Kollege. Aufspießen. Ah, 600 noch was. Ah, okay. Ist eine Hausnummer, aber können wir wegstecken. Vielleicht können wir das Ding fressen. Erdbeben gelernt. Jo, das läuft ja gerade wie am Schnürchen. Kugelblitz und Erdbeben gelernt. Und drei Leute lernen neue Fähigkeiten auf einmal. Als hätte man sich abgesprochen, ne? Naja. So, können wir mal hier austauschen. Und oh, Shiva und Ifrit. Nehmen wir erstmal Shiva. Kennt man natürlich... Shiva und Ifrit sind wahrscheinlich so mit zwei der, neben Bahamut, zwei der bekanntesten Esper in der ganzen Final Fantasy Reihe. Würde ich jetzt mal so meinen. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder? Naja, vielleicht auch nicht. Aber würde ich jetzt mal so sagen, die sind eigentlich in, die drei sind eigentlich, glaube ich, in fast jedem Final Fantasy Spiel mit dabei.
Aber naja, gut. Ich will jetzt auch nicht spekulieren. Ich habe selber nicht alle gespielt, die es gibt. Von daher kann ich das auch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber tut jetzt auch nichts zur Sache. Wir versuchen, unser Ziel zu erreichen, in der Hoffnung, dass unsere Freunde nicht sterben. Aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl, vielleicht ist dieser Ort Oelwert ja schon selber die Falle. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es wohl früher oder später rausfinden. Der wird es nicht mal rausfinden, der ist erstmal jetzt triumphal geschlachtet worden. Naja, okay. So, ich glaube, wir müssen mal links gleich einmal um diese Gebirgskette noch rum und da irgendwo auf der Innenseite war dieser Ort drin. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Wahrscheinlich vorher noch einen Kampf haben, ja. Habe ich auch nichts dagegen. Ah ja, das gute Haus. Man kennt es aus Final Fantasy VII. Volles Rohr. Nicht gerade der beste Werner-Film, aber naja. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob in irgendeinem anderen kürzlichen Walkthrough habe ich auch schon mal über Werner gesprochen. Kommt mir jedenfalls so vor. Nach Werner Beinhardt haben eigentlich die anderen nie so wirklich daran anknüpfen können. Ich habe auch nicht alle gesehen, muss ich sagen. Also ich habe den zweiten gesehen, ein paar Mal häufiger. Das muss kesseln. Und dann habe ich einen noch gesehen, ich weiß nicht mehr, wer das war. War das, hieß der irgendwie eiskalt oder Auschwitz später, wo sie nochmal dieses Fußballspiel aus Werner Beinhardt quasi rekreiert haben. Den habe ich aber, glaube ich, nur irgendwie einmal gesehen. Und dann, ich weiß nicht, ich meine, es gibt sogar 5 Werner-Filme, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 3 habe ich, habe 3 gesehen, das weiß ich noch. Ich muss auch sagen, dann irgendwie habe ich so auch das dann nicht mehr nachverfolgt und das Interesse verloren. Oh, und endlich haben wir dieses olle Haus auseinandergenommen. Hat er doch ganz gut was weggesteckt. Final Fantasy VII, also im Original, das Remake, muss ich mal endlich anfangen. Ich habe das immer noch auf meiner Festplatte liegen, außen übers PlayStation Plus, weil es da umsonst war. Müsste ich echt mal endlich spielen. Naja. Gut, vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, habe ich es vielleicht schon durchgespielt. Weiß ich nicht. Kann sein. Aber ja, wir haben Oelwert gefunden. Das ist jetzt erstmal wichtig. Und diese Musik. Oelwert, da sind wir. Jetzt müssen wir diesen Guruk-Stein finden. Ne? Und da ist direkt ein Mogri. Mimosa. Ist sehr selten, dass hier mal jemand vorbeikommt. Aber wenn du schon mal hier bist, dann nimm bitte diesen Brief mit, Kubo. Jo. An Moel, okay. So, oh, neue Waffen. Schön, schön, schön. Die Mithrilkralle haben wir. Elfenflöte, die haben wir noch nicht. Zypressenstock, Silberkabel, Vollmondring, Chimärenreif, Egoistenreif, Edelfäustling, den haben wir noch nicht. Maskenmütze, die haben wir auch noch nicht. Immer her damit. Judo-Kittel. Goldrüstung. Oh, klingt edel. Ein paar High Potions. Goldnadeln. Sollten einen guten Vorrat von allen Sachen hier auf jeden Fall haben. Mal Baldrian nehmen wir noch dazu. Jo, und dann reicht das.
So, mal kurz eben unsere Ausrüstung durchgucken. Irgendwas von den neuen Gegenständen uns Neues lehren kann. Bei Schein wohl am eher am unwahrscheinlichsten. Wahrscheinlichsten. whatever. So. Nee, nix. Nix. Und wieder nichts. So, bin gerade am Überlegen, machen wir jetzt eine Pause. Ich könnte eigentlich gleich mal eine Pause einlegen, auch wenn jetzt diese Session noch nicht ganz so lange geht. Ja, komm, wir gehen noch ein bisschen da rein bis zum nächsten Mockery und dann lassen wir es gut sein. Dreizack, Lunas Zorn. Ja, lassen wir erstmal noch die Polarlanze, bis wir diese Schneedrachentechnik erlernt haben. So, okay. Speichern wir hier nochmal. Dürfte Sinn machen. Wir haben schon länger nicht mehr gespeichert. Ja, aber, ja, machen wir nochmal weiter. Gehen wir nochmal ein bisschen rein hier in den Dungeon hier. Oder in diesen Ort. Muss mich selber noch so ein bisschen erinnern, was das hier überhaupt alles war. Ah ja, so langsam kommt's wieder, wo ich jetzt diese Eingangstür sehe. Und so langsam kommen auch die Gegner wieder. Oh Gott, was sind das denn für Geschöpfe? Messerstich. Oh, 595, das ist gar nicht mal so schlecht für Lili. Rosehieb, oh Scheiße. Jausepriester. Und schwächer werden, na. Das heißt, Lili mit dem Stab fast so stark wie Freya. Oh, das war ein kritischer Treffer, aber stecken wir weg. Muss auch schwächer werden. Okay, also die halten echt ganz gut was aus. Okay. Und sie rülpsen ziemlich laut, wenn wir sie erledigen. Auch nicht schlecht. So, mal den Quinner heilen. Ungenießbar. Ja, okay, dann wird das mit dem Heilen nichts mehr. Ach scheiße, und die Neurose bleibt auch kampfübergreifend. Ach, 2753, das ist ganz gut, was die geben, aber vertragen halt auch gut was. So, was hilft denn hier bei Neurose? Schweigen. Ich glaub, Talisman war das? Nee, doch nicht. Oder Baldrian? Oder Vakzin? Baldrian. Ah, okay. Alles klar. Hebt Neurose auf, ja. Auch ganz gut, dass wir die gekauft haben. So, und einmal mal eben Quinner. Ist das der Eingang? Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor. Wie sollen wir das bloß aufkriegen? Schalter vielleicht? Oder keine Ahnung. Hä? Okay. Sesam, öffne dich, hat wohl funktioniert. Nun, ich denke, das dürfen wir ruhig als eine Aufforderung einzutreten missverstehen. Hm.
Na, dann wollen wir mal. Frei nach dem Motto, tritt ein, bring Glück herein. Ah, wie gut, dass er noch so fröhlich optimistisch ist. Aber gut. Sieht doch alles sehr, sehr antik und doch künstlerisch aus. Ja? Allheilmittel. Morgenschein. Okay, was ist das? Okay, das ist eine Wurfwaffe. Alles klar. Kurz noch mal was nachgucken. 20 mal 30 Jadesteine haben sie hier schon angesammelt. Durchchecken, so auch nichts hier übersehen haben, weil wir, glaube ich, auch ganz gut Ability-Punkte kriegen. Odin. Der Dunkelkristall, ja, den haben wir uns ja im Auktionshaus gekauft. Wir legen mal den an, ziehen Odin mal vor, weil der ziemlich mächtig ist. Den ich eigentlich, hatte ich schon ganz vergessen, dass wir den ja auch schon hatten. So, ah ja, okay, da ist der nächste Mogri, dann kaufen wir nochmal hier sein 3-Teile-Set. Besten Dank, aber mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Ja. So, Moel, dem können wir doch einen Brief geben. Danke für den Brief von Mimosa, Kupo. In letzter Zeit hat mir Mogri Milian keine Briefe vorbeigebracht. Mir war schon ganz einsam zumute. Ich lese ihn gleich, Kupo. In letzter Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr an, Kupo. Warum denn nur? Sag mal, Moel, willst du nicht mal schnell zur Mognet-Zentrale gehen und dich beschweren, Kupo? Mir reicht's nämlich mittlerweile, Kupo. Ja. Wie gut, dass wir da zur Stelle sind und diese Briefe überreichen, ne? Naja, gut. Ich werde da mal jetzt, wie gerade schon angekündigt, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt er sich wieder so auf. Aber wenn ich nur wüsste... Ups, nimm das zum Dank, Kupo. Eine neue Kuponus. Oh ja. Yeah. So, speichern wir einmal ab und da fällt mir gerade ein, ich hatte ja auch während der letzten Session hatte ich nochmal eine Kuponus wieder zu der Grotte gebracht. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Aber egal. Wisst das jetzt und ja... Ich werde dann jetzt eine Pause einlegen. Ich danke euch fürs Dabeisein und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.